Also, warte mal, der hat nur 50% weniger Materialien, so wie er. Das heißt, wir gehen hier Full Tempo. Oh, das ist gerade. Was ist das? Flashbang! Alter. Ich wurde einfach geflashbanged. Finde ich gut. Generator. Wingling. So, okay. Wie kriegen wir denn Movement Speed? Hier, plus 2 Tempo. Machen wir Full Lanzen Gameplay, oder? Dann machen wir Turnier Lanze Super Speed. Leute. Ich kriege echt die ganze Zeit Material, das ist ja geil. Oh, die machen aber viel Damage. Ihr Tech-Speed ist nur Ass. Ich habe kein Level bekommen! Ich habe kein Level bekommen. Dafür mehr Geld. Geld ist Level. Nee, das zählt nicht als XP. Es zählt nicht als XP. Müssen wir jetzt ganz kurz schwächen. Ich kriege ja Material für zurückgelegte Schritte, aber die zählen nicht in meine Erfahrung rein. Was krass ist, weil Ernte zum Beispiel zählt rein. Ernte zählt rein. Das ist unangenehm. So. Machen wir mal Nahkampfschaden. Ernte zählt rein, Leute. Oh, das ist nicht gut. Aber mittlerweile haben wir eine gute Speed. Die Frage ist, wie viel Geld ist denn das so? Und wird das besser? Also eigentlich müssen wir versuchen, die höchste Speed zu erreichen, richtig? Aber ich glaube, mathematisch ist es einfach besser, einfach mega viel Ernte zu stacken, oder? Habt ihr das Gefühl, das Geld geht schnell hoch? Jo. Minus Glück. Okay, das ist unerträglich. Minus Luck ist nicht geil. Es ist aber nicht terrible, ne? Gibt es einen Laufwinkel, wo ich mehr Strecke zurücklege, Leute? Es gibt Computerspiele, wo schräg laufen im 45-Grad-Winkel ist schneller als geradeaus laufen. Das ist so bei einigen Speedrun-Games ist das so. Weil die das irgendwie weird berechnen. Und bei irgendeinem Game war das, dass schräg laufen besser war. Leute, ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber es war ein super lustiger, interessanter Fakt. Man skalieren die Lanzen auch mit... mit Geschwindigkeit? Die skalieren mit Geschwindigkeit. Aha. Ja, da habe ich das Gefühl, dass das auffällt.
Ich weiß nicht, ob wir weiter auf Crit gehen. Leute. Das ist ja nicht schlecht. Also der Wanderer, also wir müssen halt wirklich versuchen, auf illegal hohe Attack-Speed-Werte zu kommen. Attack-Speed, sag schon. Speed. Sieht doch geil aus dadurch. Wie so ein übelster Heini hier. Ich hätte bloß gerne die XP noch dafür. Das würde mich sehr glücklich machen. Und Stromgenerator brauchen wir natürlich, ne? Weil das hier ist alles piss easy, aber irgendwann kommt ja ein Boss. Tempo. Ja, wir müssen trotzdem auf Ernte gehen. Also ich nehme das eiskalt raus. So. HP-Ränge zu. Ich glaube, wir heilen uns über die Bäume, ne? Ich würde schon gern viel Leben trotzdem haben. Was gibt's denn für Items? Es gibt noch diese Flügel, die geben 10%. Das heißt, eigentlich bräuchten wir auch so ein bisschen Glück. Aber das bräuchten wir irgendwie immer. Das sieht schon crazy aus, Leute. Ist auch anstrengend, muss ich sagen. Also dein Körper hat dann hier einfach auch, ja. Also es passiert auch zu viel. Kommt mir so vor, als wenn die Gegner einfach in Zeitlupe durch die Gegend laufen. Aber sie lassen auch weniger fallen. Also Gegner töten ist ja auch einfach terrible. Aber wie viel Tempo wird der weiter Wanderer ein Jogger? Actually ein guter Punkt. Ne, Glück brauchen wir. Wir nehmen mal Glück. Ich glaube, ein bisschen Glück brauchen wir. Ich bin mir halt bei den Angriffstempo und so weiter nicht sicher. Also Angriffstempo ist halt, also ist schon wichtig. Ich verstehe es. Ich sag auf jeden Fall, dass wir Crit nicht mehr brauchen. Seht ihr das eigentlich? Wie schnell ich bin. Ja, ich glaube, bei Stromgenerator habe ich auf jeden Fall keine Angst mehr vor Bossen. Würde ich sagen. Weil da kann ich ja wirklich um die drum rumrennen. Und kann mein Leben chillen. Down, down. So. Döp, 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 döp. Sieht schon geil aus. Und man schämt sich nicht, wenn so wenig Gegner sterben. Angriffstempo. Ich glaube, ich nehme mal die Attack Speed. Das Gefühl, die ist ein Problem. So, Crit. Ja, Crit haben wir uns, glaube ich, so halb verabschiedet von. Ja, Schaden. Also ich glaube, Schaden kommt einfach durch unsere Move Speed. Oh, guck mal, das Ding scaled ja übel lustig. Das, der negative Effekt scaled auch. Woher kam die große Tasse? Leute, Bonchwa Küche. Bonchwa Küche, muss ich sagen, klingt wie ein Emote. Weißt du? Das klingt nicht wie ein normaler Satz. Also Satz sowieso nicht, aber nicht mal. Es klingt nicht nach einer normalen Combo. Sondern es klingt wirklich so Bonchwa Küche. Und dann siehst du, wie Matteo das Salz in den ins Becken spuckt. So kommt es mir vor. Badum, badum. Ja, ich glaube, Damage haben wir einen guten Punkt. Ich finde, die hier sterben vergleichsweise schnell. Schnell.
nur mehr zustechen, das wär's. Mehr Stechung. So, mehr Glück. Ja, da können wir eigentlich Rüstung nehmen. Ah, wobei, ich mag Leben halt schon sehr. Ende der Weisheit, das löst viele Probleme. Den traue ich mich nicht. Nahkampfschaden plus 10% Tempo für 3 Sekunden, wenn du Schaden nimmst. Oh, das ist gut. Das ist einfach eine MP Stufe 4. Einfach so. Das hätte auch eine Lanze sein können. Da kritze mal raus, Leute. Okay, also wenn wir getroffen werden, haben wir nochmal 10% mehr Movement Speed. Was ja schon nicht schlecht ist, oder? Wir können ja mal, also jetzt könnt ihr mal schätzen, Leute. Nach der Runde. Komm nicht. Also ich dachte, es kommt. Ich dachte, es kommt Nieser. Aber komm nicht. Er hat sich versteckt. Er hat sich selbst unterdrückt. Das Schlimmste, was man tun kann. Von außen unterdrückt, das geht ja noch. Aber man selbst... Wieso nicht Wanderstock? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Was macht denn der Wanderstock, Leute? Ich habe den noch nicht durchgelesen. Ehrlich gesagt habe ich Angst vor dem Wanderstock. I'm afraid. So, ich glaube einmal Köder und Kümmer. Das ist wichtig. Wieso denn minus 8 Glück? Oh, minus 8 Glück ist kacke. Warum? Ja, erstmal machen wir die Ködermenschen weg. Oder die extra Movement Speed. Ich glaube, der Boss wird geheilt, kann das sein? Also, die Lanze skaliert mit Geschwindigkeit. Macht der Wanderstock das auch? Macht er das potentially besser? Ich habe ein kleines Problem, Leute. Ich kann ihn nicht richtig anvisieren. Das war sehr close. So, minus 130 HP-Regeneration. Das ist wirklich das Anti-Item für mich. Wir nehmen mal Glück mit. Das ist wirklich das schlimmste Item, was hätte kommen können. So. Ich mag den Elefanten so grundsätzlich sehr. So, da sind die Flügel. Die Flügel sind wichtig. Die Flügel sind sehr gut. Wir haben natürlich gerade mal mehr Range. Mhm. Das geht indirekt mit Movement. Na gut, also jetzt habe ich zum Beispiel auch aber direktes Scaling gebraucht. Muss ich sagen. Also jetzt, also ich brauche langsam Damage. Wenn der Stromgenerator kommt, ich glaube, dann ist GG. Ich glaube, dann haben wir es einfach, aber dann hätten wir jetzt ja instant plus 130 Damage. Prozent, meine ich. Und der Basewert bei den Lanzen ist ja sehr gut, weil er ja direkt ja auch mit der Movement Speed skaliert. Ja, also er ist quasi triple gut.
Es ist nur einfach so, also Motion Sickness. Das ist Brutato Motion Sickness. Das ist schon sehr schnell. Verfluchter Strom, genau. Oh, Spiegel. Schaden weiß ich jetzt nicht. Na gut, nehmen wir mal. Nochmal Angriffstempo. So, oh, Doppelflügel! Und der Stromgenerator. Ey, also in einer Runde. Oh, das ist sick, Leute. Doppelflügel. Entschuldigung. Trippelflügel. Jetzt haben wir den Damage. Ja. Yo. Damage wurde jetzt freigeschaltet. Das war sehr lucky, Mann. Also hier wollte Jesus, dass ein Brotato-Wanderer-Gameplay entsteht. Was mich natürlich äußerst glücklich macht. Das war ein One-Shot. Jetzt müsstest du ein Item geben, für jeden zurückgelegten Meter healst du dich. Ach, stimmt. Ab jetzt Abstimmung. Ich würde sehr gern wissen, wie viel Geld haben wir über die Pässe vom Wanderer gemacht. Ich glaube, es ist nicht mal viel. Und auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht, was viel wäre. Also, ich würde jetzt sagen, also 1000 wäre schon krass. 120, glaube ich, zu wenig. Ich würde sagen, unter 1000. 800, 420, 2000 wäre zu viel, glaube ich. Aber so 700, 800 ist eigentlich auch schlau. Ach du Scheiße, es sind 1400. Bruder, 1400 sind's. Womit ich mit 1000 immer noch sehr gut bin. Aber das ist krass. Haha. So, jetzt natürlich die Frage, was machen wir mit den beiden? Zwei Nahkampf verlieren ist schon echt hammerpeinlich, muss ich sagen. Über 13 werden ist nicht mega viel, aber auch nicht scheiße, würde ich sagen. Das ist mir zu teuer für Ausweichen, muss ich sagen. Alles zu teuer irgendwie. Oha. Also Ernte ist geil. Und hält auch noch ein bisschen. Ich glaube, die nehmen wir. Wir sperren den Goldfisch und machen nächste Runde einen Goldfisch-Roll. Wir machen den eine Runde später, weil dann, glaube ich, das Glückslevel nochmal besser ist. Zumindest laut Google Maps. Alter, ist das schnell. Die Lanze ist auch noch sehr lang in der Luft, ne? Also die spießt dann die Leute noch auf und ist ja immer noch ein Damage-Tool, während sie ausgefahren ist. Oder? Das ist schon ganz geil. Look at... ist die alle One-Tap? Wenn ich getroffen werde, kriege ich übrigens auch noch mehr Movement-Speed, würde ich nochmal dazu sagen. Ich müsste mich eigentlich dadurch regelmäßig noch mal kurz treffen lassen. In regelmäßigen Abständen. Weil die Gegner lassen ja auch weniger fallen. Also. Movement Speed ist ja alles. Ich habe bloß Angst, in meinen Tod zu fahren. Ich glaube, hier können wir rollen für. Das da. Den nehmen wir. So, Crit haben wir uns verabschiedet von.
Und los, Goldfisch. Also das ist gut. Der Atomraketenwerfer ist sehr random. Aber das Exoskelett ist gut. Der Crit ist ein bisschen weird und Regeneration haben wir auch nicht mehr, aber wir sammeln einfach schnell die Bäume ein. Ich kriege auch die ganze Zeit HP, ja. HP kriege ich auch durch. Also das ist auch realistisch. Wir können uns einmal das Blutegel gönnen. Wobei, nee, Lifesteal ist so kacke. Das geht nicht. Lifesteal ist wirklich unterirdisch für ihn. Ich glaube, wir machen alles über Früchte. Oder ich one-tap die. Das Ding ist halt, habe ich die nötige DPS? Habe ich die nötige DPS, um einen Boss zu gefährden? Weil ich muss ja dann, also... Wie fight ich denn dann? Ich will einfach eine Superbiene, Leute. Ja, auf eine gestörte Art und Weise kriege ich die jetzt hier nicht tot. Und, aber das ist auch nicht schlimm, dass die nicht sterben, by the way. Hier wird über Zeit hergestellt, ne? Ich glaube, das ist okay für mich. Dann machen wir das mit dem Healing, würde ich sagen. Nochmal die Flügel. Ja, also ich denke, wir müssen noch schneller sein. Ja, ich glaube, einzelne starke Gegner sind für uns angenehmer. Aber das ist echt schnell. So, dieser Mann ist schon 2 Stunden am Stream. Ja, ich muss mir vorstellen, ich habe ja noch gefrühstückt, geduscht, bin noch vom Hotel hierher gesprintet, habe hier noch Training gemacht, 6 Stunden die Kamera eingestellt. Dann habe ich noch 3 Katzen von einem brennenden Baum gerettet, während ich noch eine Insel von Müll leergeräumt habe. Auf dem Pazifik. Das war schon voller Morgen tatsächlich. So. Ich sehe die Beine. Ich nehme die Beine, Leute. Wir nehmen die Beine in die Hand. So, das Ding macht Dodge. Ich habe ein bisschen Dodge. Wir nehmen das mal mit in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann noch mehr auf Dodge gehen. Mehr hast du nicht geschafft. Naja, es ist ja ein Event. Also da muss man halt Einsparungen machen. Wie schnell ist die Waffe? Also hier verliere ich ein bisschen Tempo, aber ich kriege 15% mehr Damage und ordentlich Rüstung. Und die Attack Speed von den Dingern ist sowieso absolut terrible. Ich glaube, die werde ich auch nicht schaffen, die Attack Speed. Ne, den Knoten nehmen wir nicht. Ich glaube, die Attack Speed schaffe ich nicht mehr. Der Schaden ist nicht überragend, aber die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall da. Ich finde, die Geschwindigkeit ist da, wo sie hingehört. Ich habe die ganze Zeit HP, Mann. So. Ja, ich glaube, für mich als Spieler ist das okay gerade, was passiert. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das schön ist zum Zuschauen. Sperr den Knoten für Welle 20. Nee, da verliere ich so viele Rolls. Da verliere ich mir zu viele Rolls. Bruder, das Essen erreicht mich fast nicht.
Das Essen fliegt mir zu lange hinterher. Nehmen wir mehr Tempo, würde ich sagen. Oh! Das ist ein gutes Item. Der wird uns nie treffen, also den können wir nicht nehmen. Aber die Medaille ist gut. Bioser Trank. Nicht mehr viele Runden, muss man sagen. Damage haben wir, glaube ich, genug, prozentual. Das Video auf 25% Geschwindigkeit zu gucken, ist angenehm. Oh, das kann ich verstehen. Angst, dass ich 60 Mal in seine Kugel nah reinfliege. Aber seine Shotgun trifft mich nie. Wow, das ist bitter. Boah, das ist richtig bitter. Seine Kugeln können mich nicht treffen, weil ich einfach nur ihn surrounde. Ich umkreise ihn mit mir selbst. Leute. Ihr seid hier mit mir gefangen. Das ist schon geil. So ist auch Map Awareness viel leichter. Mann, schon wieder das Item. Tempo. So, das kombinieren wir nochmal. Das ist gar nicht so schlecht mittlerweile. Würde ich sagen. Den Gecko behalten wir mal. Bildschut. Regierung. Wir haben sehr wenig Ausweichen, ne? Aber wir sind auch bei Crit über Kacke. Also das, nee, das Ding ist scheiße, ne? Hier ist gar kein Tempo dabei. Der Filzhut ist kinda nice, aber es sind nicht mehr viele Runden. Das ist nett. Das kostet nicht viel. Ah, scheiße, hab die Zwiebel nicht geholt. Boah, die Zwiebel ist aber auch ein Item, was ich oft ignoriere, Leute. Die Zwiebel, Leute. Das ist ärgerlich. So. Ich krieg nochmal mehr Movement Speed, wenn ich getroffen werde. Ich bin fast schneller als die Kiste. Also ich sag mal so, 300er, 400er Schadenswerte sind zum Beenden des Games absolut enough. Er wandert nicht, Leute. Er wandert schon seit Tagen nicht. Leute. So, das ist so wie als Jugendlicher, wenn du so eine WhatsApp-Nachricht von deiner Freundin bekommst. Hey Schatz, meine Eltern sind nicht zu Hause. Und dann 900 Movement Speed. Das ist nice. Aber hier verliere ich was, oder? Warte mal. Angriffstempo für jede unterschiedliche Waffe habe ich nicht. Ernte habe ich nicht. Also es ist ein scheiß Roll am Ende, ne? Der hier ist gut. Uff. Der gute alte V in der letzten Runde. Ey, das ist nett. He's cursed. Cursed ist immer gut. So, das können wir jetzt auch nehmen. Das hat aber Nahkampfschaden und Rückstoß. Die hätte ich gern früher gehabt. So. Weiß ja nicht, wie viele Runden ich da drehen kann bei dem. Boah, der spuckt ganz schön viel. Also dodgen ist jetzt kein das schwer. Weil ich bin zu schnell. Ich verliere sehr viel Damage. Scheiße.
es ist ein bisschen zu schnell. Na gut.